So, hallo, hallo, hallo. Wir bauen heute wieder zusammen das Zusammenwachsen-Haus weiter. Und zwar sind wir letztes Mal hier im Schlafzimmer der Großeltern stehen geblieben und werden heute versuchen, zumindest diesen unfassbar winzigen Raum hier zu machen. Dort einen Spiegel noch mit einzufügen und hier die Toilette zu machen. Da würde ich sagen, lass schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. Bis gleich. So, dann würde ich sagen, fangen wir an. Und zwar würde ich jetzt hier erstmal den Spiegel da eben versuchen reinzuhauen. So, ich frage mich nur, werde ich ihn an die Wand machen? Also werde ich hier einen Spiegel und hier einen Spiegel an die Wand machen oder werde ich ihn hinstellen? Aber ich glaube, ich werde ihn eher an die Wand machen, weil hat so ein bisschen mehr was, also meiner Meinung nach, sowas hier. Eben hier einmal. Dann eben. Oh. Wir haben den Cheat-Tisch an. Warum funktionieren du nicht? What's the problem? Kann es sein, dass das nicht gut? Nein. Wir nehmen den Cheat. Wir nehmen den Cheat. Weil es kann doch nicht sein, dass das nicht funktioniert, weil die werden doch da wohl noch reinkommen dann. Dass sie sich quasi hier dann angucken können und hier umziehen können. So. Das hauen wir aber erstmal raus und gucken nochmal, ob wir vielleicht so einen modischen Schrank eher nehmen. Sowas hier zum Beispiel. Oder ob wir uns halt die Dinge da einfach dann selber reinhängen. Die Frage ist halt, das ist ein bisschen kacke. Auch, weil da ist das Fenster halt, ne, eigentlich. Aber ja, das Fenster bringt dann halt nichts mehr. Die Frage ist, was passiert, also wie schaut das aus von außen, wenn wir hier die Fenster rausnehmen, hier einmal. Hier einmal. Sieht, glaube ich, macht keinen großen Unterschied, meiner Meinung nach. Weil dann müssen wir sie schon aber von beiden Seiten rausnehmen, denke ich mal. Weil dann können wir uns da auch einen großen Schrank reinhauen. Was ist das? Ach, dieses Ding, ja, ich weiß es wieder. Ich denke mir halt jetzt, machen wir da sowas rein, aber da ist halt keine Stange dran, weil sonst hätte ich gesagt, wir könnten das hier hinpacken und dann Kleider reintun. Aber da ist ja keine Stange. Und die Frage ist halt, in welchem Schrank ist diese Stange drinnen? Ich weiß, dass es gibt einen, wo eine Stange drinnen ist, weil sonst würde das ja nicht existieren. Aber nur wo? Weil das kommt ja eigentlich aus Highschool-Jahren und da haben sie das nicht dazu gemacht. Warum? Naja, gut, vielleicht müssen wir doch eine ohne Stange nehmen. Aber da würde ich dann tatsächlich eben den hier nehmen. Weil der sieht auch so ein bisschen nach Oma-Opa-Style aus. Ich überlege gerade, ob ich die Tür ein bisschen verrücke, so ein bisschen so mittiger mache. Das hier eben. Das hier und dann würde ich da vielleicht sogar noch ein Teppich hinpacken, kleinen. Ja, also vielleicht nicht so klein, aber hier ein bisschen größer noch, dann ist er ja zwei Dinger groß. Eben, dass er hier so reinpasst. Dann aber in einer anderen Farbe, oder nicht? Schwarz finde ich ganz gut. So, mal gucken, was gibt es denn hier für den Schrank noch so für Farben. Vielleicht würde ich den nehmen. So, und viel mehr können wir da fast gar nicht mehr machen. Wir können da höchstens halt noch jetzt da oben vielleicht ein Pflänzchen draufpacken.
Ja, so in etwa, aber ich glaube, das schwebt. Also lieber mach es ein Stück nochmal runter. Hallo. Hallo. Hallo, bitte. Hallo, hallo. Hör auf damit. Lass das. Bitte, danke. Ja, nee, das passt, glaube ich, so besser. Aber schwebt es denn? Ich sehe es halt nicht. Ne? Ich glaube, es schwebt nicht, oder? Das passt da schon so. Dass da noch ein Pflänzchen ist und da würde ich halt. Nein. Höchstens noch ein Bildchen hinhängen. Und. Ich weiß nicht genau, welches. Vielleicht das hier, weil das sieht schon gut aus, das Bild, ja. So, das ist halt jetzt unser quasi begehbare Kleiderschrank, über den du dann auch zur Toilette kommst. Wow. Und mit der werden wir jetzt auch gleich anfangen. Das wird nur alles sehr witzig, weil wir hier eben sehr wenig Space haben. Und die sollen vor dem Gesicht haben. Aber wir versuchen es mal hier. So, da könnten wir entweder eine Dusche oder eine Badewanne reinmachen. Ich würde da tatsächlich eine Badewanne nehmen. Doch, ja. Weil sieht einfach, glaube ich, schöner aus. Vielleicht sogar diese hier. Wieder mit diesem helleren Holz. Können wir die so hier in die Mitte stellen. Und dann sieht man schon hier, sieht ganz gut aus. Oder wir könnten das hier hinstellen und da hier noch ein Schränkchen hinpacken. Also eine Theke. Oder wir nehmen halt so einen Beistelltisch. Hier. Einen kleinen halt. Also keinen breiten. Wir müssen nur was finden, was so ein bisschen nach Bad aussieht. So, das hier zum Beispiel sieht ein bisschen nach Bad aus, also könnte so ein bisschen nach Bad aussehen. Ja, das ist auch gefühlt das Einzige, was so ein bisschen nach Bad aussehen könnte. So, das hier eben hier noch so hinstellen. Oder wartet mal. So direkt an die Badewanne. Die kommen da ja dann noch rein. Und dass wir da dann eben Duschgel oder so hinstellen noch. Dann brauchen wir ein Waschbecken. Da werden wir hier zwei Theken reintun. Da auch wieder sowas Helleres. Da werden wir dann eben auf eine Seite die hier Spüle reintun. Und hier dann noch so ein Spiegel. Vielleicht nehmen wir tatsächlich den aus Zusammenwachsen, der ist ganz schön. Finde ich. Ich glaube, dann gibt es auch nur den hier. Oh nein, es gibt mehrere. Oh ja, der passt doch viel besser zu Großmutter und Großvater. Der alte Spiegel von vor 5 Jahren, den sie noch auf 5 Jahren, vor allem von vor, weiß ich nicht wie lange her. Genau. Ja, gut. Dann brauchen wir natürlich ein bisschen Deko noch dazu. Das heißt, wir werden uns hier erstmal so einen Teppich auch hier vorlegen. Gab es nicht mal einen halben Kreis? Ja, hier, den hier. Den mag ich immer sehr gerne bei sowas hier. Dann kann man den hier so hinlegen. Mittig. Sieht halt ein bisschen doof aus jetzt, ne? Wenn man den vergrößert, ist er dann wieder zu groß. Oder wir tun ihn hier vor die Tür. Oder warte, nee. Was für, warte, vor die Tür hier? Nee, vor die Badewanne. Muss ich alles wieder runter machen, damit ich überhaupt was sehe. Sehe ich trotzdem nichts, gut. Ja, sollte passen in etwa. Ja. Du, das wird sehr witzig hier einzurichten, ne? Wir haben hier echt ein bisschen wenig Space und sehen halt dann auch dadurch nichts. So, dann hier
konnte man eben hier dieses hier, das Zeug hier hinstellen. Vielleicht können wir das auch so machen, dass wir das hier eben hochleveln. Ja. Und dann da drauf. Da drauf stellen. Das dauert jetzt wieder 100 Jahre, bis ich das. Ah nee, stimmt, warte mal. Hier, der war ja hier. Ich glaube, das schwebt auch. Ja. Nur wenn ich das jetzt eins runter tue. Jetzt ist es wieder. Nee, das ist fast. Dann wird es wahrscheinlich da drinnen sein, oder? Ja. Nee, dann schwebt es wahrscheinlich eher nicht. Dann schwebt es halt nicht. Ist okay. So, genau. Hat man hier gleich seine Handtücher. Und hier brauchen wir die Seife. Ey, nee, wir machen das jetzt nicht nochmal. Dann nehmen wir lieber ein anderes Waschbecken hier. Ist ja egal, welches Waschbecken wir nehmen. Ich möchte das nicht wieder tun. Ich habe nicht nochmals Lust dazu, zum 30.000. Mal in diesem Spiel das Ding hier durch die Gegend zu bewegen. Das machen wir nie wieder. Das mache ich nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr dazu. Das war so anstrengend. Damals. Beim Luxus-Wohnungshaus, wisst ihr noch? Da, wo wir dann, aber scheinbar müssen wir das. Die ganze Zeit die Theken vorschieben mussten. Weil wir versucht haben, das irgendwie da hoch zu tun. Komm da raus. Bitte, danke. Irgendwie das auf das Waschbecken zu stellen. Ha, diesmal hat es sofort geklappt. Yay. Jetzt kommt es gleich. Das Ganze nochmal mit dem Zahnputzbecher. Ich sehe es schon kommen. Hier, seht ihr? Das ist dann hier so komisch und ich mag das nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte das lieber so haben, bitte. Das ist sonst. Es sieht sonst echt schrecklich aus. So, natürlich, Klopapier darf nicht fehlen. Oh ja, ja. Das sollten wir oben reinmachen, finde ich. Da oben ist ja das Kinderzimmer auch. Die größere Toilette dann. So, bitte einmal hier rüber. Danke. So, dann natürlich der Wäschekorb, darf nicht fehlen. Neben der Toilette natürlich. Nee, den packen wir schon hier hin, oder? Dann vielleicht das hier noch. Also dieses Wäscheteil. Das kommt jetzt gerade aus der Wäsche. Das ist noch die dreckige Wäsche. Und dann könnten wir hier das Handtuch verkleinern und als Handhandtuch, also für die Hände halt, nutzen. Und davon könnten wir auch noch eins hier hinpacken. So. Doppelt hält besser. Was ist das eigentlich? Das passt doch schon. Das passt doch. Das will ich jetzt hier haben. Bitte, danke. Das sieht super aus. Ich möchte es haben, also nehmen wir es. Dann, ja, das haben wir jetzt schon. Eine Pflanze wäre auch schön da oben drauf. Vielleicht die hier, die benutze ich fast nicht. Aber vielleicht, ohne dass sie in das Handtuch reingeht. Irgendwie will ich da noch was haben. Wir könnten da auch einfach eine Pflanze dann hinstellen. Aber wie toll ist das, wenn du neben einer Pflanze aufs Klo gehst? Ne? Vielleicht. Ich wollte gerade sagen, vielleicht etwas Kleineres, aber das ist dann vielleicht doch ein bisschen klein. Vielleicht so. Ja, doch. Theoretisch könnten wir auch gucken, ob wir. Addet mal. Wenn wir das hier kleiner machen und hochleveln, ob wir das auf den Badewannen ranstellen können. Hier so. Oh ja, das sieht süß aus. Das sieht echt süß aus, ja. Mhm. Machen wir. Dann.
Ja, machen wir vielleicht mal Bilder noch dazu. Und dann können wir auch, glaube ich, auch schon mit dem Außenbereich anfangen. So einen kleinen Spielplatz für die Kinder bauen. Also ein paar Spielsachen. Vielleicht kriegen wir das Baumhaus dann auch hin. Aber es wird bestimmt sehr schwer, das Baumhaus dann auch hinzubekommen. So, du, was ist doch Oma-like? Oder hier. Ja, mehr Bilder kann man da auch, glaube ich, doch. Hier drüber kann man noch eins packen. Ja, ein bisschen groß vielleicht. Jetzt ist es aber unter. Nein, wir machen das nicht unter die Lampe. So in etwa. Ja, das passt. Dann haben wir hier den unteren Bereich schon komplett fertig. Dann brauchen wir eben hier nur das hier noch, also hier den Eingang. Und hier hinten den Spielplatz quasi für die Kinder. So, jetzt ist nur die Frage. Kriegen wir das hier noch irgendwo hin? Nächste Frage. Wie weit ist das Haus schon vorne? Ja, gut. Da geht dann halt das alles weg. Aber das ist ja nicht so dramatisch. Doch, die Treppe ist sehr dramatisch. Wenn die weggeht. Das ist nicht gut. Hier gab es hier eine Treppe nicht, ne? Da hatten wir dieselbe wie hier. Bitte drei Hennen. Moin! Moin! Nein! Dann hat das Baumhaus aber nicht so viel Platz. Nee, warte mal. Machen wir mal einfach ganz zurück. Aber warum? Wenn wir den Baum hier noch wegmachen, haben wir trotzdem nicht genügend Platz. Weil es hier rausragt, da Pflanzen sind. Warum? Wie ich es drehe, ist es genauso, ne? Aber warum braucht es denn so viel Platz? Weil, gut, dass da jetzt nicht unbedingt die Pflanzen stehen sollten, während er da dran arbeitet, ist jetzt schon klar, aber es ist doch nur ein Baumhaus. Wenn ich das jetzt halt alles wieder nach vorne schiebe, dann verreißt mir das alles. Das Ding ist 2 Zentimeter, wollte ich mal sagen, 2 Kästchen breit, ne? Ein Kästchen breit ist dann schon, doch, es geht tatsächlich, glaube ich, noch. Oder? Geht das noch? Sieht halt ein bisschen komisch und eingequetscht aus, aber bei da ein paar Pflanzen geht doch bestimmt. Wenn wir halt nur eine Veranda mit 1 Zentimeter. Jetzt ist es da trotzdem noch so im Haus drinnen. Ach so, ja, natürlich ist es trotzdem noch im Haus drin, weil ich das Haus noch gar nicht verschoben habe. Jetzt ist es nicht mehr. Jetzt passt es da hin, oder? Ja. Haha. Das sieht jetzt halt ein bisschen interessant aus, aber wenn man das mit Pflanzen oder so schmückt, dann glaube ich, geht das schon, oder?
So, hier, warte. Hier, machen wir das mal kurz. So, bei großartig machst du da draußen eigentlich sonst auch nichts. So, hier sowas vielleicht. I don't know. Wenn man das größer macht. Dann hängt das mir hier rein. Aber nee, Pflanzen hängen halt ineinander. Das war halt so. Und hier noch mal eins größer. Das war eins kleiner. Weil wir können jetzt nicht einfach das Baumhaus nicht mehr reinbauen. So. Sieht keiner. Ganz normales Haus. Da ist nicht ein Kästchen breit, das Ding. Nein, 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 nein. Ist es nicht. Niemals. So. Wenn wir hier jetzt in Aktivitäten gehen, wenn wir aber in Kinder gehen, dann ist das vielleicht auch, das ganze Zeug, zusammenwachsen. Alles. Ja, hier ist das Baumhaus schon mal. Aber ich will diese Rutsche haben. Gib mir die Rutsche bitte. Bin ich blind? Glücklicherweise bin ich blind. Also wir können uns ja auch einen kleinen Wasserpark hinbauen, wir können uns da alles hinbauen, aber dazu müssen wir es halt erst finden, ne? Kinderskulptur, Schiffsbruch. Okay. Können wir machen. Hier ist dieser Wal, aber der ist ein bisschen groß für den Garten. Das Ding würde ich gerne hier haben. Hier sowas, hier können wir uns einen kleinen Wasserplatz machen für den Sommer, da passt das vielleicht auch ein bisschen besser hin. Hier so ein Sprinkler und ja, ich will immer noch diesen Elefanten haben. Warum ist er denn? Wo ist er denn? Bin ich wirklich so blind? Ich will den Elefanten, bitte. Diese Rutsche da, ich glaube, das war ein Elefant. Genau, aber wo ist der denn? Rutsche. Rutschen in verschiedenen. Danke. Rutsche in Ausaktivitäten. Aber das gibt's doch, ich weiß es doch ganz genau, dass es da war. Es ist vielleicht in diesem. Give it to me, please. Ich möchte die Rutsche haben. Bitte. Ah, wir werden hier ewig damit beschäftigt sein. Dass ich diese Rutsche nicht finde. Ja, da haben wir wenigstens so einen kleinen Wasserplatz. Können wir hier das noch machen? Hier, warte, warte. Das kriegen wir da noch hin. Gequetscht. Das hier muss weichen, es tut mir leid. Was gibt's da für Farben? Ich habe aber immer noch nicht meine Rutsche. Ich will die aber haben. Und ich weiß, dass es sie gibt. Warum zeigt es mir das nicht an? Ich möchte es bitte haben. Kinder, Kinder. Nein, hier nicht. Hier auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Da auch nicht. Und da wird es auch nicht sein, wenn es da auch nicht war.
Es gab es doch, ich bin doch nicht komplett bescheuert, oder? Ein Fahrrad ist doch auch gut. Oder gab es das insgesamt? Das wird es doch jetzt nicht insgesamt gegeben haben. Ich kann mich daran erinnern, dass hier irgendwo eine Rutsche ist. Versuchen wir Sommerrutsche. Bände, Wandmuster. Nein. Ach, Manu. Ich glaube, ich übersehe sie die ganze Zeit. Ich bin mir aber nicht sicher und das macht mich sehr traurig. Ach Mann, ach Mann. Aber wir können hier uns noch Bänke hinstellen. So, ich hier warte mal. Ah ja, nee, wir haben ja das Pink hier überall drin. Da können wir dann wieder die pinken Bänke machen. Also so können die Eltern zu Besuch kommen. Oder warte, wir machen hier die pinken Bänke. Und da mach, also da machen wir auch die pinken Bänke, aber nur anders. Dass wir da noch einen Tisch dabei haben. Es gibt natürlich nur kleine Tische, weil wozu sollte es große Tische geben draußen? Wenn es schon Bänke gibt, dann braucht man doch keine großen Tische. Okay, vielleicht nehmen wir das eins raus hier und ja, dann könnte man hier einen Grill hinstellen. Hier pass mal auf die Kinder auf. Hier so. Dann stellen wir uns hier noch einen Grill dazu. Ah, natürlich ein Hightech-Hoch-Mega-Grill. Ja, das ist eher rot. So. Und da, wenn ich diese Rutsche jetzt nächstes Mal finde, stellen wir diese Rutsche dann noch hin. Ich werde sie suchen. Für immer und ewig wahrscheinlich, aber egal. Dann würde ich sagen, lasst schon mal ein Like und also lasst ein Like und ein Abo da. Macht das Glöckchen an und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!